Freude auch für sie nicht immer ganz einfach. Und das ist unser letztes Paar. Die Sieger aus dem Grand Prix. Hot Hit, der 11-jährige Blue Horse Hotline Sohn unter dem Sattel von Frederik Vandrees. Frederik Vandrees, der hat einen echten Lauf im Moment, aber wir kennen ihn. Darauf verlässt er sich nicht, ist so ein bisschen abergläubisch angehaucht. Also er sagt, er hält immer den Ball ganz flach und sagt, erstmal reiten, geht immer wieder von vorne los. Wir haben das Ergebnis für Quarterboy. 72,230, es sind 67,50. Und daran sieht man, wir hatten ja echt Sachen, die gar nicht funktioniert haben. Beispiel versammelter Schritt und dann richtig gute Sachen, Beispiel Piaffe. Und da ist sie schon, die typische Frederik Vandrees Musikkür. Los geht's für Hot Hit.
Frederik Wandris und Hot Hit OLD mit einer richtig schweren Kür. Also richtig schwer ist diese Kür tatsächlich. Absolute Lieblingsstelle. Also die Lieblingsstellen, das sind immer schon Stellen, die auffallen. Ich weiß nicht, ob wir immer dieselben haben, sie und ich. Aber meine Lieblingsstelle, hoppala, jo, das wäre jetzt nochmal ganz lustig gewesen, hätte ich jetzt fast gesagt hier. Also, anderthalbfach Pirouette nach links, super gesetzt, anderthalbfach. Also die war richtig, richtig gut. Und dann in Zweier, die aber sowas von durchgesprungen waren, das fand ich wirklich klasse. Und dann macht er dasselbe spiegelverkehrt, das machen ja ganz viele, ist ja auch total richtig. Anderthalb Pirouette rechts, da fand ich vielleicht sogar ehrlich gesagt die linke schöner, aber dann kommt er aus dieser anderthalbfach rechts Pirouette raus in 21 Einer Wechsel, durchgesprungen bis zum Anschlag, hätte ich fast gesagt, und zwar angefangen mit dem ersten Galoppsprung nach der Pirouette, und dann ist das ja eine tatsächliche Kombination von Lektionen und macht den Schwierigkeitsgrad dann so enorm hoch. Das war wirklich granatenschwer. Er hatte tolle Momente drin, auch in Pipa, hatte Momente drin mit so ein bisschen Unruhe, da war er nicht mehr ganz so ausbalanciert. Fing natürlich so ein bisschen hoch an, als er da im starken Trab angaloppierte, gar kein typischer Fauxpas hier für den Schimmel und auch nicht für Frederik Wandris. Viele, viele Highlights und wirklich richtig schwer. Und wir haben das Ergebnis. Im Schnitt für die A-Note 74,4, B-Note 82,8. Da spiegelt sich jetzt nicht zuletzt das drin wieder, was ich eben sagte, dieser unheimlich hohe Schwierigkeitsgrad. Wir landen insgesamt bei 78,640 und das bedeutet den Sieg für Frederik Wandris und Hot Hit. Und für diese beiden, die ja noch nicht so oft in der Kür unterwegs waren, es war jetzt ihre vierte Kür, wenn ich das richtig überblicke, ein neues Personal Best. Und das war's von mir. Das war der prüfungssportliche Teil hier auf dem Schindelhof beim Vier-Sterne-Turnier. Und natürlich bleiben wir jetzt dabei zur letzten großen Siegerehrung.